So, herzlich willkommen zu diesem neuen Video aus der neuen TIX Videoreihe. In den letzten Videos habe ich Ihnen vorgestellt, wie Sie Tickets hier in TIX erstellen und wie ein solches Ticket inhaltlich aufgebaut ist. Heute möchte ich ein bisschen mehr in Details mit Ihnen gemeinsam gehen. Und zwar soll es heute um den Bereich Kommunikation zum Ticket gehen, wie Sie aus einem Ticket direkt heraus Kommunikation empfangen und versenden können. Okay. Wir sind hier wieder auf dem Dashboard von TIX und an dieser Stelle werde ich zunächst mal eines dieser freien Tickets, die wir erstellt haben in den letzten Videos, selber übernehmen. Und zwar hier oben über das Icon Ticketzustand übernehmen. Damit werde ich dann hier zum Ticketbesitzer bzw. Ticketbearbeiter. Und Sie können hier vorne auf dem Dashboard jetzt sehen, dass das eine der beiden Tickets bei mir in meine persönliche Ansicht reingewandert ist. So, jetzt haben wir in dem eigentlichen Ticket ja hier den Register-Tab Kommunikation und da ist auch schon der erste Kommunikationseintrag vorhanden, nämlich von der Anfrage, die ja per E-Mail reingekommen ist. Und in der weiteren Ticketbearbeitung wird dieser Kommunikationsbereich sich naturgemäß mit weiteren Inhalten füllen. Es wird also Folgetelefonate, E-Mails und so weiter, all diese Dinge geben. Für Sie ist zunächst mal wichtig zu wissen, dass Sie direkt aus einem Ticket heraus mit dem Ticketanforderer oder auch anderen Personen kommunizieren können. Sie können sämtliche Telefonate und sämtliche E-Mails direkt hier im TIX-System tätigen. Sie brauchen also keine separate zusätzliche Lösung wie Outlook oder ähnliches dafür, sondern man kann direkt hier aus dem Ticket raus E-Mails versenden. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen. So, wenn Sie eine solche Anfrage haben, wo ein erster Kommunikationseintrag vorhanden ist, dann wird es ja häufig so sein, dass Sie vielleicht dem Ticketanforderer konkret erstmal antworten möchten. Das können Sie tun, indem Sie hier direkt draufklicken. Und dann habe ich hier quasi die Original-E-Mail. Sie sehen, da ist auch ein Dateianhang dabei und all diese weiteren Informationen. Und hier im Kopfbereich haben Sie jetzt direkte Aktions- und Antwortmöglichkeiten. Nun, der einfachste Weg der Kommunikation wäre, dass Sie sagen, okay, ich antworte dem erstmal, dann gehen Sie hier entsprechend auf Antworten und wie Sie sehen, bekommen Sie ein Fenster, was ähnlich ist wie ein Outlook. Das heißt, hier kann man auch weitere Personen mit in CC nehmen und so weiter. Hier unten haben Sie ein entsprechendes Textfenster. Da kann natürlich später auch Ihre Signatur und alles original wie in Outlook schon angelegt sein und Sie können in diesem Fenster ganz normal schreiben, wie Sie sehen. Wenn Sie einen Dateianhang haben, den Sie mit rausschicken möchten, den können Sie einfach per Drag and Drop auf dieses Feld ziehen und hier fallen lassen. Dann wird das entsprechend angelegt und Sie können in dieses Textfeld per Copy and Paste natürlich auch einen Screenshot einfügen. So, hier oben im Kopfbereich gibt es Formatierungsmöglichkeiten. Falls man sich sowas nicht schon als Vorlage vorbereitet hat, können Sie hier noch Texteinstellungen vornehmen. Ansonsten haben Sie hier über Einfügen auch diverse Möglichkeiten. Was zum Beispiel empfehlenswert ist, wenn Sie im Alltag viele ähnliche Fälle haben, dass man sich hier gewisse Textbausteine vorbereitet, dann können Sie quasi mit einem Klick hier diese E-Mail mit Inhalten anreichern. Ebenso ist es möglich, bei der E-Mail-Kommunikation über Zitate einfügen, hier auch aus längerer E-Mail-Kommunikation zum Beispiel bestimmte Textpassagen zu markieren. Das zeige ich Ihnen im Folgenden auch mal kurz. Sie könnten zum Beispiel hier sagen, ich möchte einzelne Wörter oder Textpassagen hervorheben, dann ist das über dieses Feature Zitat einfügen an dieser Stelle auch möglich. Wenn Sie möchten, kann bei der Kommunikation auch automatisch die Zeit gleich mit erfasst werden. Hier sehen Sie diese Stoppuhr entsprechend. Es gibt allerdings auch Unternehmen, die sagen, nee, das möchten wir nicht. Dann besteht die Möglichkeit, das auszublenden. Sie sind da also vollkommen freigestellt, ob Sie bei den einzelnen Kommunikationsvorgängen die Zeit erfassen möchten. Wenn Sie Ihre E-Mail soweit verfasst haben, klicken Sie einfach auf Senden, dann geht die entsprechende Kommunikation raus und Sie sehen jetzt hier einen neuen Kommunikationseintrag. Jetzt haben wir natürlich direkt dem Anforderer geantwortet. Es kann auch sein, dass Sie mit anderen Personen zu diesem Ticket kommunizieren möchten, zum Beispiel mit Kollegen bei Ihnen aus dem Support oder externen, einem Hersteller, einem Lieferanten, all diese Dinge. Dann würden Sie nicht direkt auf vorhandene Kommunikation oft antworten, sondern ganz neue starten. Und da hatte ich schon mal gesagt, alles Neue für diese Tabs hier unten kommt hier von oben. Und hier finden Sie auch den Bereich Kommunikation.
Wenn wir da mal reinschauen, können Sie sehen, hier gibt es eine umfangreiche Auswahl an Möglichkeiten, mit denen Sie starten können. Also Telefonanrufe, E-Mails oder auch eine Besprechung, wie ein Teams-Meeting zum Beispiel oder ein Vor-Ort-Termin. Und das mit der E-Mail haben Sie jetzt gerade schon gesehen. Das wäre genauso, wenn ich hier eine neue E-Mail-Kommunikation starte, wobei Sie dann eben den Empfänger der E-Mail frei wählen können. Hier unten war er ja vorgegeben. Und wir können in diesem Fall jetzt aber mal einen Telefonanruf zeigen. Wenn ich dann auf Anrufen klicke hier, dann kann ich entsprechend natürlich auswählen, mit wem ich telefonieren möchte. Wenn die Person bekannt ist, dann haben Sie hier auch schon gleich die Telefonnummer drin. Da braucht er bei mir jetzt ein bisschen Inhalt hier in dem Textfeld. Und ansonsten können wir sagen, okay, worum ging es in diesem Telefonat? Sagen wir mal, hier wurden ein paar Fragen geklärt. Dann schreiben Sie unten entsprechend rein, worüber haben Sie gesprochen. Und wie bei der E-Mail sehen Sie, auch hier kann die Zeit erfasst werden, wenn Sie das möchten. Am Ende des Telefonats sagen Sie Speichern und dann haben Sie entsprechend hier einen neuen Kommunikationseintrag für dieses Telefonat. So läuft das grundlegend ab, wenn Sie hier aus dem Ticket Kommunikation tätigen. Wenn eine neue Kommunikation reinkommt zum Ticket, dann wird es ja oft so sein, dass Sie das Ticket nicht direkt geöffnet haben, sondern irgendwas anderes tun. Stellen Sie sich vor, es kommt neue Kommunikation rein. Dann ist ja wichtig zu wissen, wie erfahre ich eigentlich, dass ich hier jetzt in einem Ticket einen neuen Kommunikationseingang habe. Da kommt in der Regel die automatische Benachrichtigung von Ticks ins Spiel, denn im Hintergrund kann ja das Ticketsystem für Sie Benachrichtigungen versenden. Die bekommen Sie üblicherweise zum Beispiel auch in Outlook. Ich zeige Ihnen da mal ein Beispiel zu. Das können dann solche Dinge sein hier, wie der Hinweis auf ein neues Ticket. Und dann haben Sie hier direkt die Ticket-ID von dem Ticket, also den Vorgang verknüpft, können hier draufklicken und springen dadurch ins Ticketsystem. Solche Nachrichten würden Sie beispielsweise auch bekommen, wenn eine neue Kommunikation in einem Ticket eingeht, wenn irgendein anderer Vorgang im Ticket erledigt wurde und all diese Dinge. Und das wäre zum Beispiel etwas, was passieren würde. Wenn eine weitere Sache eintritt, dass Ihr Handeln bei diesem Ticket erforderlich ist, zum Beispiel durch einen neuen Kommunikationseingang, dann bekommen Sie diese Benachrichtigung hier auch in Ihrem Aufgabenbereich. Und dann kann man von hier aus direkt darauf antworten und in Aktion treten. Das sind erstmal die Beispiele, wie diese Kommunikation nach extern und nach intern abläuft. Wenn Sie per E-Mail kommunizieren, ist es so, dass automatisch die Ticket-ID auch immer im Betreff mitgeführt wird. Dadurch erkennt Ticks zum Beispiel, wenn eine E-Mail-Kommunikation reinkommt, dass dafür bereits ein Ticket vorhanden ist und ordnet diese Kommunikation dann dem Ticket richtig zu, anstatt ein komplett neues Ticket automatisch zu erstellen. Ja, das soweit für heute zum Bereich Kommunikation. Ich hoffe, es hat Ihnen einige Fragen beantwortet und in den folgenden Videos gehe ich dann auf weitere Inhalte im Ticket, unter anderem auf die Tätigkeiten ein. Vielen Dank für heute, bis nächstes Mal.